Liebe Dila, lass dich drücken. Hey, wir sind schon hier, direkt live in Farbe und in Bunt. Ich gratuliere dir recht herzlich zu deinem Sieg hier in Hamburg, zu Hause, ne, von Universum Box Promotion. Dila hier an meiner Seite. Vierter Sieg, eine makellose Bilanz bisher. Wie ist dein Kampf gelaufen? Also dafür, dass ich seit Juli letzten Jahres nicht mehr geboxt habe, dann leider eine Ellbogenverletzung hatte und dann selber Corona hatte, bin ich sehr, sehr zufrieden. Die Gegnerin war sehr zäh, sehr stark, hat mir alles abverlangt und ich bin froh, dass es gereicht hat und freue mich natürlich auch auf mehr. Ja, zu Recht den Sieg nach Hause getragen, definitiv. Ja, du sprichst es gerade an, du warst verletzt eine ganze lange Zeit am Ellenbogen und hattest dazu noch Corona. Genau. Oh Mann. So ist das im Leben. Nach einer schwierigen Zeit kommt meistens was Positives und man darf halt nur nicht aufgeben. Irgendwann kommt immer die Belohnung. Wie lief die Vorbereitung für dich? Sehr gut, sehr gut. Also die Vorbereitung war optimal. Ich hatte super Sparringspartnerin, super Trainingsbedingungen und war, ja, oder bin jetzt sehr glücklich und war auch während der Vorbereitung super vorbereitet. Damit entlasse ich dich und feiere deinen Sieg gebührend. Das hast du dir verdient, meine Liebe. Dila Kizikyol an meiner Seite und jetzt geht es gleich weiter mit spannenden Kämpfen. Unter anderem Aydin Reiz von Sturm Gym, aber natürlich auch der Hauptkampf wartet mit Artem. Genau, Artem Harutyan. Ich konnte es nicht aussprechen, deswegen habe ich dir das übernommen. So sieht's aus.